Action bei Familie Würtele. Wir sind gerade auf dem Stellplatz, den wir ewig suchen mussten, heute angekommen, um jetzt wieder loszufahren. Bei Deuthen hat sich die Wolfskralle verletzt. Wir haben gerade beim Tierarzt angerufen und wir können noch kommen. Und an das Szenario möchte ich jetzt gar nicht denken, was jetzt kommt. Ist nicht unser Tag heute. Aber muss gemacht werden jetzt. Bin ich mal gespannt, ob er es durchhält. Hoffentlich muss er keine Narkose kriegen. So, wir sind jetzt angekommen. Oh, ich sehe auch total fertig aus, aber es ist jetzt einfach mal so. Ich habe mich auch voll erschrocken. Ich bin mit Deuthen in Gassigang. Ich habe mit Deuthen einen Gassigang gemacht und auf einmal schreit er fürchterlich. Und als ich an die Pfote ran wollte, der hat mich auch nicht rangelassen, hat geschrien, wie verrückt. Und dann habe ich Michael angerufen. Gott sei Dank hat er das gehört. Manchmal hat er ja auch sein Telefon aus, ne? Und ich war auch Gott sei Dank nicht so weit weg. Und dann kam Michael hoch und dann haben wir ein Stück runtergetragen. Das lässt er sich ja überhaupt nicht gefallen, das Tragen. Aber da waren halt lauter Schottersteine und ich wollte nicht, dass er ihn noch mehr seine Kralle verletzt. Ich nehme mal an, dass er, als wenn er ins Auto reinspringt, er schafft manchmal die Stufe nicht mehr so. Weil es kommt immer darauf an, wie man steht und manchmal ist die Stufe recht hoch. Und dann springt er halt, weil er so, der will noch und hat auch noch so viel Energie und er schafft es aber nicht mehr so. Und ich nehme an, dass er sich dabei halt eben verletzt hat. Ne? Ja, und deswegen hat er auch heute Nachmittag so sein Pfötchen hier geleckt. Jetzt hoffe ich mal, dass sie die nicht ziehen müssen, sondern dass er nicht ganz so schlimm verletzt ist und ihr nur einen Verband kriegt. Oh, an alles andere will ich jetzt gar nicht denken. Bei Deuthen und dann Beruhigungsmittel und Narkose vielleicht noch. Ach Gott, nee. Ich bin mal gespannt, was gleich rauskommt. So, guten Morgen, liebe Videofreunde. Wir haben 7 Uhr und eine kurze Nacht gehabt. Deuthen hat gestern nichts mit sich machen lassen. Der ist völlig ausgetickt beim Tierarzt. Der hat sowieso Angst vorm Tierarzt. Und war nichts zu machen. Also, ich konnte noch nicht mal richtig auf die Pfote gucken. Und dann sind wir wieder gefahren. Das Ganze hat uns 150 Euro gekostet. Aber wir haben eine Schmerztablette bekommen und eine Beruhigungstablette, die hat er jetzt gerade gekriegt. Und jetzt fahren wir wieder hin. Um 7:30 haben wir einen Termin. Und dann müssen wir schauen, wie die Kralle aussieht, ob sie gezogen werden muss oder nicht. Und wenn sie gezogen werden muss, dann dann kriegt er so ein Verband, was die Kralle weich macht. Und dann werden wir nach Deutschland fahren und gucken, dass wir nach Bad Nauheim kommen, wo wir mal gelebt haben, und dort zum Tierarzt gehen, weil in der Schweiz lassen wir es nicht machen, das Risiko, dass Deuthen die Narkose nicht übersteht, ist halt einfach da durch sein Alter. Ich möchte jetzt auch gar nicht dran denken, aber ich will dann auf jeden Fall in Deutschland sein. So machen wir das jetzt. Ne? Wollen wir mal positiv hoffen. Weil der ist ja noch total fit und alles. Er hat ja nichts. Es ist halt die verletzte Kralle. Aber wenn er sie gezogen bekommen muss, muss er Narkose kriegen. Und davor hatten wir halt immer Angst, dass das passiert. Schauen wir mal, gell? Also, bis später. So, Deuthen, der Tierarzt kommt gerade. Deuthen ist benebelt. Und jetzt werden wir uns das anschauen. So, alles ist erledigt. Deuthen ist völlig im High-Zustand. Oh, wir hatten so ein Glück. Wir hatten so einen netten Tierarzt gerade gehabt. Der war so goldig. Und ich war auch so froh, dass der da war. Das Mädel gestern, die war auch super lieb. Aber die hatte doch noch nicht ganz so viel Erfahrung gehabt. Das hat man gemerkt. Und die war auch ängstlich ein bisschen und vorsichtig, weil er so alt ist, und der ist jetzt ganz anders rangegangen. Deuthen war so benebelt gewesen, die haben ihm die Kralle einfach rausgezogen. Ich zeig's mal. Ja, hier liegt sie. Das ist seine Kralle, hat er uns geschenkt. Ich weiß gar nicht, ob es scharf gestellt ist. Jetzt. Das ist seine Kralle. Ja, und die hat er gerade gezogen, ohne dass es ein Murren von Deuthen kam. Der ist so fertig. Oh, mein Häschen. Oh. Ah, der war cool, der Arzt. Wirklich, der war cool. Hat das alles im Auto gemacht. Deuthen brauchte nicht rein. Gott sei Dank, weil das ja immer für ihn eine richtige Tortur ist. Gestern Abend
Das kann man sich gar nicht vorstellen, wie der durchgedreht ist. Also das ging überhaupt gar nichts. Also die konnten noch nicht mal auf die Kralle gucken. Also das war schon alles gut so. Jetzt dauert es 2-3 Stunden und dann wird er wieder fitter und dann darf er wieder fressen. Und dann können wir jetzt noch ein paar Tage hierbleiben und uns von dem Schock erholen, ey. Ah, der war cool, der Arzt. Der war richtig cool. Da haben wir jetzt echt Glück gehabt. Oh, ich bin so froh. Ich habe erst mal geheult vorhin. Ist ja immer aufregend, ne? Man hat ja auch Angst um sein Tierchen, gell? Auch wenn er so alt ist. Aber er ist ja noch so fit. Er ist noch fit. Ja, kleiner Scheiße. Aufregung erstmal jetzt beendet. Hoffentlich bleibt so. Wir sind jetzt hier beim Bäcker gewesen, um die Ecke vom Tierarzt. Wir haben erstmal gefrühstückt. Und Dalton wird langsam wach. Ja, jetzt schläft er gerade wieder. Aber er hat gerade die ersten Regungen gemacht und so langsam kommt er wieder zu sich. Ja. Er hat ja eine Beruhigungstablette nur gekriegt, Gott sei Dank. Also brauchte er keine Narkose bekommen. Und dafür hatte die Ärztin gestern richtig Angst. Das hat man gemerkt. Auch der Tierarzt heute hat gesagt, das machen sie halt wirklich sehr ungern, weil es eine Herausforderung für den Tierarzt ist und weil er das nicht garantieren kann. Und also das möchten sie halt einfach ungern machen. Aber es hat völlig gereicht, die Beruhigungstablette. Und da bleibt der Blutdruck stabil und geht nicht runter. Und auf jeden Fall. Beim Dalton wirkt das immer recht gut. So eine Sedierung komischerweise oder so eine Tablette wird schon sehr müde dann. Und ja, im Auto, also wenn wir in der Praxis sind. Ja, das war gut, dass der rausgekommen ist, das stimmt, ja. Ja. In der Praxis kriegst du den überhaupt nicht zum Verlassen. Der hat so eine Angst jetzt vom Tierarzt, das ist... Ja. Wird immer schlimmer. Und ich muss ja jeden Monat, gehe ich ja mit dem zum Spritzen, weil der gegen seine Hüft-HDE so eine Schmerzspritze kriegt. Sonst würde der gar nicht mehr da sein, weil er immer starke Schmerzen dann hat. Und das geht super. Das machen wir schon 3 Jahre und es geht einwandfrei. Aber es ist auch jedes Mal eine Tortur und die kommen auch immer raus auf dem Hof. Aber auch da ist jetzt schon auf dem Hof langsam schwierig. Ich will ihn nur nicht im Auto lassen, weil das Auto ist sein Schutzhöhle und da soll eigentlich normalerweise kein Tierarzt reinkommen. Ne? Aber heute, da war das mal eine Ausnahme. Er hat es ja auch nicht richtig mitgekriegt. Ich glaube, der weiß das gar nicht, was passiert ist. Ja. Naja, gut. Also jetzt haben wir uns entschieden. Also wir hatten ja heute den habe ich auch gar nicht erst. Doch, gestern habe ich, glaube ich, ein Foto gemacht. Fotografiert. Wir waren auf dem Stellplatz in Kandersteg am Skizentrum, Nordic-Zentrum, an der Skisprungschanze. Und also der war nicht schön. Nein, der war nicht schön. Also auch alles direkt unten auf dem Boden. Also ich meine, staubig, halt sehr staubig und dunkler Sand, das Wohnmobil einen Schritt rausgemacht. Und es sieht hier drinnen aus, es ist fürchterlich. Also, ja, es ist wie Zement. So ein grauer Staub. Ja, also ganz schrecklich. Also das war nicht schön gewesen. Staub. Haben da zwar ein nettes Pärchen kennengelernt, die auf unserem Platz gestern aufgepasst haben, Abend. Aber es war wirklich nicht schön. Und deswegen haben wir jetzt vorhin angerufen, hier rumtelefoniert. Und zwar haben wir dann noch im Rütti angerufen, das in Lauterbrunn. Da waren wir vor 3 Jahren schon mal. Da gibt es auch ein Video, wo wir da waren. Da haben wir nämlich unsere Drohne gecrasht damals. Da hast du sie in die Bäume gejagt. Die gute auch noch. Die Mavic. Das war auch ein Ding. Und dann haben wir uns zu diesem Campingplatz, die Mini liefern lassen. So lange mussten wir da bleiben und warten, bis die geliefert worden ist. Und das war so schön da. Oh, das ist ein schöner Campingplatz. Der ist toll. Ich kann mich auch ganz genau dran erinnern. Der ist so wunderschön gelegen. Oh, das ist traumhaft. Und dann waren wir gestern zuerst in hier hinten in Kandersteg auf dem Stellplatz, am Ende des Tals, ein Privatstellplatz, der hat aber nur 3 Plätze. Es war auch so ähnlich wie beim Rütti, auch vor so einer Paragliding-Wiese. Und also auch total schön gelegen, man konnte ins Tal reinlaufen. Oh, das hat mir echt gut gefallen.
Also da wäre ich auch gerne geblieben, ne? Das war toll. Ja. Der Platz. Wir können ja nochmal hinterfahren gucken. Nee. Wir fahren jetzt zum Rütti. Und fahren da nochmal hin. Ja. Deswegen fahren wir jetzt los. Wir gehen noch schnell einkaufen, ein paar Sachen. Und dann bleiben wir die nächsten 2 oder 3 Tage jetzt da. Die letzten Tage, bevor es dann heimwärts geht. Ne? Ja. Ja, die Nacht war kurz. War nicht so prickelnd heute, ne? Gut, also dann bis später. So